Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen heute bei meinem zweiten Video dieses Formats sozusagen. Ja, ich möchte euch heute wieder 5 tolle Booktuber vorstellen, die so noch kleine Geheimtipps sind und es aber eigentlich gar nicht sein sollten, denn sie hätten viel mehr Aufmerksamkeit verdient, viel mehr tollen Austausch unter ihren Videos und denn es sind 5 ganz, ganz tolle Mädels heute dabei und ich denke, wir fangen direkt einfach mal mit der ersten an. Und zwar möchte ich euch vorstellen, Sina von dem Kanal von Wörtern gefesselt. Sie überzeugt mich immer mit ihren tollen Worten, die sie zu Büchern und auch Serien findet. Und sie begeistert mich immer direkt und steckt mich mit so manchem Buch an und auch mit so mancher Serie. Und ich mag es, mich mit ihr unter ihren Videos oder unter meinen Videos auszutauschen. Und da einfach so, man merkt, man ist da so auf einer Wellenlänge. Und ich höre ihr unglaublich gerne zu und ich liebe es, wirklich dann auch einfach die Tipps mitzunehmen, die Erfahrungen mitzunehmen und einfach so ihre Eindrücke, wie sie sie rüberbringt. Und ich höre ihr gerne zu und gar nicht mehr so viel von mir. Ich denke, jetzt kann sich Sina einfach kurz selbst vorstellen. Hallo zusammen, ich bin die Sina von Wörtern gefesselt und habe einen YouTube-Kanal, in dem es vor allen Dingen um Bücher geht, aber auch viel um Filme und Serien. Ich versuche mich im Moment auch ein bisschen an den Vlogs und nehme euch immer ein bisschen mit und zeige so ein bisschen was aus meinem Leben. Und ich habe 4 Katzen und die sind dann natürlich auch zwischendurch Thema. Aber vor allen Dingen geht es einfach um Bücher, die mir gefallen, die ich gelesen habe, Bücher, die mir nicht gefallen oder Bücher, die ich gekauft habe. Ich liebe es, Lesemonate zu drehen und aber genauso zwischendurch kommt auch mal ein Aufgebraucht-Video. Also ich bin da ein bisschen flexibler, aber das hauptsächliche Thema ist definitiv Bücher. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auf meinem Kanal mal vorbeischaust und dir vielleicht mal anguckst, was ich denn da so fabriziere. Vielleicht ist ja sogar das ein oder andere dabei, das dir gefällt in Form von einem Buch, einem Film oder einer Serie. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und würde mich freuen, euch zu sehen. Bis dann. Ciao. Und weiter geht es mit Tanja vom Kanal Berlin Books, einer Booktuberin, die ich unglaublich gerne angucke, weil ich es mag, wie sie im Berlinerisch, manchmal rutscht es ihr so durch, von ihren Büchern schwärmt und auch wie sie unterschiedliche Genres zusammenbringt und sehr gemischt liest und zu allen eben so einen besonderen Blick hat und das wirklich auf so einer entspannten Art und Weise macht, sich nicht irgendwie stresst und auch sie immer bei Hangouts dabei ist, im Austausch, im Chat, unter meinen Kommentaren, auch auf Instagram oder Facebook, sie sehr, sehr aktiv ist, sie sehr mit dabei ist und wir schon so manches gute Buch, glaube ich, voneinander entdeckt haben und ich immer wieder begeistert bin, wenn ich da in meiner Abo-Liste ein Video entdecke und ich mich immer wieder freue, es dann mir anzugucken und ihr da einfach ganz gemütlich zuhören zu können und von der Gemütlichkeit könnt ihr euch jetzt sozusagen selbst begeistern. Hi ihr Lieben, ich bin die Tanja von Berlin Books. Ich bin 26 Jahre alt. Habe im November Geburtstag. Mein Kanal besteht seit 3 Jahren und auf meinem Kanal findet ihr die üblichen Lesemonate. Ihr findet viele, viele Neuzugänge. Ich bin eine von denen, die einen riesen Sub haben. Jetzt immer so um die 400 ungefähr. Ihr findet bei mir Tags, ihr findet bei mir Neuzugänge, hatte ich schon. Ab und zu gibt es ein Currently Reading bei mir. Wenn ich mal so einen Stapel wieder habe, dann drehe ich das auch mal ab. Das ist aber sehr unregelmäßig bei mir. Leselisten werdet ihr bei mir nicht finden, weil ich zu den Spontanlesern gehöre. Genauso wie die Steffi, die hat das ja jetzt auch wieder ausprobiert, aber wieder abgeschafft. Und ich habe in den 3 Jahren, wo ich hier bin, ich glaube 2 Leselisten hochgeladen. Und ich bin lieber der Spontanleser. Und hier hinter mir stehen 4 Billy-Regale und 2 schmale Billys, also insgesamt kann man sagen 5 Billy-Regale, glaube ich. Ja, 5. da gehe ich lieber stöbern und schaue, auf was ich Lust habe und lese das. Ihr findet bei mir natürlich auch Rezensionen, die sind in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, weil ich dieses Jahr kaum Rezensionsexemplare hatte.
Und zwar auch rezensiert habe, was ich natürlich auch vom Sub hatte, aber nicht so richtig Lust drauf hatte, manchmal da eine Rezi zu machen. Dafür findet ihr das dann ausführlicher im Lesemonat. Genau. Also bei mir gibt es eigentlich so das Übliche. Ab und zu ist bei mir auch mal ein Sachbuch dabei. Das geht dann meistens in die vegetarisch-vegan-Richtung. Also über Ernährung kann ich sagen. Da habe ich so ein bisschen was dabei. Achso, mein Lesegeschmack natürlich, was vielleicht auch noch interessant ist, außer den Videos, die ihr bei mir seht. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, You steht hier, hier stehen ganz viele Thriller, hier steht Stephen King ganz viel, wo ich noch nicht so viel gelesen habe, aber sehr, sehr viele besitze. Hier oben seht ihr ein bisschen Fantasy von einem Self-Publisher, von einem deutschen Erik Kellen. Die Nimmerherz-Reihe, die ist sehr, sehr cool, die kennt die liebe Steffi auch. Dann lese ich, wie ihr hier seht, auch wenn die eingeschweißt sind, Dystopien. Ich lese Fantasy, da würde ich eher vielleicht sagen, bin ich noch in der Jugendfantasy angesiedelt. Dystopien gehören ja, glaube ich, vom Genre-Einteilung auch zu Fantasy. Aber egal, Thriller, Fantasy in verschiedenen Varianten, also eher Jugend- und Urban-Fantasy findet ihr bei mir. Ihr findet bei mir mittlerweile auch Romane, vor allen Dingen dann aus dem Diogenes Verlag. Ihr findet bei mir Jugendbücher stellenweise, die werden aber immer weniger bei mir. Mein Lesegeschmack hat sich gerade so ein bisschen gewandelt. Und ja, also wie ihr merkt, bei mir gibt es bunt gemischt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auf meinem Kanal mal vorbeischaut und euch bemerkbar macht vielleicht, wenn ihr bei mir vorbeigeschaut habt. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch sehr, sehr, aber am meisten freue ich mich, wenn ihr mir vielleicht einen Kommentar da lasst, wenn ihr vorbeischaut. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit den anderen Mädels oder Jungs. Ich weiß ja nicht, wen Steffi jetzt noch vorstellt in dem Video. Und hoffe, dass da für euch ein paar Entdeckungen dabei sind. Tschüss! Vom berlinerischen Dialekt zum bayerischen, denn die liebe Steffi mit Y am Ende, nicht wie ich mit I, von Steffis kleiner Bücherexpress ist eine ganz, ganz liebe. Ich habe sie vor ja knapp jetzt einem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse, glaube ich, so ziemlich das erste Mal kennengelernt. Wir haben beim Booktuber-Abendessen uns dann auch sehr gut austauschen können, weil wir direkt nebeneinander gesessen haben. Und seitdem liebe ich ihre Videos, gerade ihre Vlogs, die sie dann ja im wunderbarsten bayerischen Dialekt macht, wo auch ich als Franke mir immer so ein bisschen schwer tue und denke, was könnte sie damit jetzt meinen? Liebe ich unglaublich. Auch ihre Sicht auf die Dinge und bei so manchem gehypten Buch, das wir gemeinsam kritischer gesehen haben, war ich immer beeindruckt und gedacht, juhu, ich bin nicht die Einzige. Und ich glaube, Steffi ging es genauso. Und wir haben uns auf so manchen bayerischen Booktuber-Treffen auch wieder gesehen und auch in Leipzig auf der Buchmesse, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie war, ich glaube schon, oder war es davor, glaube ich, in Regensburg. Ach, ich bringe so viele Termine durcheinander. Und ich freue mich immer, wenn ich von Steffi mit Olaf auf der Schulter sozusagen ein Video entdecke und ja, überzeugt euch einfach selbst von ihrer super sympathischen, offenen und optimistischen Art. Hallo liebe Zuschauer von Steffi alias Lady of the Books. Ich bin die Namensvetterin Steffi, aber mit Y geschrieben und mein Kanal heißt Steffis kleiner Bücherexpress. Ja, an dieser Stelle wird es jetzt schwieriger, dieses Video zu drehen. Ich drehe es jetzt mittlerweile zum 8. Mal. Ich soll jetzt an dieser Stelle am besten, also mich bestmöglichst präsentieren, damit ihr Lust bekommt, auf meinem Kanal vorbeizugucken. Und ja, da habe ich mir vorab die Kernfrage gestellt, warum sollt ihr überhaupt auf meinem Kanal vorbeigucken? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht so genau. Also meine Videos, denke ich mal, sind auf alle Fälle unterhaltsam, vielleicht auch ein bisschen informativ. Ich drehe Videos zu den verschiedensten Themen, vorwiegend natürlich über Bücher. Ich liebe Bücher, es ist mein größtes Hobby. Aber ich habe noch auch so ein paar andere Hobbys, zum Beispiel das Basteln, da gibt es auch ab und zu mal wieder ein Video von mir. Genauso auch zu meinem Lifestyle ein bisschen, was heißt Lifestyle, aber zu meinem Leben an sich, außerhalb von Büchern und Basteln. Ja, und ich denke, das Interessanteste auf meinem Kanal sind die Vlogs.
Das sind nämlich nicht so ganz normale Vlogs, wo ich mich hinsetze und einfach drauf losquatsche, sondern ich mache meine Vlogs grundsätzlich immer Mundart. Das bedeutet, ich spreche in meinem Dialekt, genauso wie ich daheim gewählt bin, so wie ich aufgewachsen bin. Ich wohne in Niederbayern, ganz nah an der österreichischen Grenze. Und ja, ich mache einfach gern Mundart-Vlogs, weil ich das ganz interessant finde. Ich liebe Dialektsprecher, ich bin auch wirklich stolz auf meinen Dialekt. Und ich mag es auch total gern, andere Dialekte zum Hören, zum Beispiel Sächsisch oder Fränkisch finde ich total cool. Also ich liebe diese Dialekte und ich höre das auch total gern. Und ich muss auch sagen, meine Vlogs kommen auch bis jetzt dabei recht gut an. Und darum mache ich es auch weiterhin. Ja, das ist so ein bisschen das, was mich vielleicht ausmacht. Ich hoffe, ihr habt jetzt dort einen kleinen Einblick über mich gewonnen, über meinen Kanal gewonnen. Vielleicht schaut ihr mal bei mir vorbei, dass ihr mich ein bisschen näher kennenlernt. Das hat mich auf alle Fälle frei. Und an dieser Stelle möchte ich auf alle Fälle noch Steffi von Lady of the Box vielen, vielen Dank sagen für die Möglichkeit, hier bei ihrem tollen Video, ihrem tollen Format teil sein zu dürfen, dass sie mir auf ihrem Kanal diese Möglichkeit hier überhaupt einräumt. Das finde ich ganz, ganz große Klasse. Ich liebe dieses Videoformat. Ich habe es dir eh schon geschrieben, liebe Steffi, aber ich möchte es hier gerne nochmal deinen Zuschauern auch sagen. Ich finde das Format wirklich toll. Das ist einfach mal ein bisschen was Neues, weil sich die Booktuber einfach selbst vorstellen dürfen. Und das finde ich ganz, ganz große Klasse. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Booktuber-Treffen. Wehe, du kommst nicht. Auch die liebe Joyce vom Kanal Joyful Moments kenne ich schon eine ganze Weile. Wir haben, glaube ich, zueinander gefunden über die Testlesergruppe von der lieben Laura Newman. Und da ging dann der Austausch so ziemlich das erste Mal los. Und dann eben auch, dass wir unsere Kanäle sozusagen kennengelernt haben und auch unsere Videos anschauen. Und sie hat eine unglaublich ruhige und offene und ja, sie strahlt so von innen eine Art. Und ich mag ihre Videos. Ich mag dieses Ruhige, dieses Sachliche und doch, wenn es drauf ankam, das Leidenschaftliche unglaublich gerne. Und es ist eben so eine Mischung, die ich ganz, ganz toll finde. Wir haben uns auch letztes Jahr in Leipzig, letztes Jahr in Frankfurt kennengelernt. Und es war so, man trifft sich und sieht sich und irgendwie ist da nichts zwischen ein, sondern als würde man sie schon immer kennen. Und ja, ich freue mich einfach, dass sie Videos macht, dass sie immer sehr regelmäßig Uploads hat und wir eben auch über die Testlesergruppe und auch darüber hinaus uns so regelmäßig austauschen. Und natürlich darf sich auch Joyce selbst vorstellen. Hallo Steffi und hallo Steffis Zuschauer. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, ein Teil dieses Videos sein zu dürfen. Und ich würde sagen, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ja, ich heiße Joyce, ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem schönen Norden Deutschlands. Also da gibt es ja leider nicht ganz so viele Booktuber. Aber ja, ich bin aus dem Norden. Und zurzeit erwarte ich mein erstes Kind, was natürlich wieder einen neuen Lebensabschnitt bedeutet und was im Moment auch alles ganz aufregend ist, aber natürlich freue ich mich drauf. Und jo, mein Kanal heißt Joyful Moments und den betreibe ich tatsächlich schon seit 2 Jahren. Ich habe im Oktober 2014 damit angefangen und ja, bin immer noch begeistert dabei. Ich freue mich immer noch, Videos für die Zuschauer drehen zu dürfen und für die anderen Booktuber und habe den Spaß ja noch lange nicht daran verloren. Ich bin so in den Genres, also um jetzt mal aufs Buchthema zu kommen, Thriller, Jugendbuch, Historisches, so in dem Dreh angesiedelt. Also bei Jugendbüchern gefällt mir halt das auch immer ganz gut, wenn da Fantasy-Elemente drin sind. Generell lese ich auch gerne mal richtig Fantasy, also auch Erwachsenen-Fantasy. Das habe ich leider nur seit einiger Zeit nicht getan, deswegen da müsste ich auch mal wieder ran. Aber sowas gefällt mir ganz gut. Einfach mal so in eine komplett andere Welt abtauchen und ja, den Kopf ausschalten und gar nichts mehr von unserer Welt so mitkriegen. Das liebe ich da dran. Ab und zu lese ich auch Erfahrungsberichte, allerdings nicht allzu oft und manchmal auch nicht allzu gerne, denn ich finde, das Leben ist so schon immer schlimm genug und ja, dann noch so schreckliche Dinge lesen zu müssen, nee, das kann ich nicht, das ist nicht so meins. Genauso wie ich auch so extreme Liebesgeschichten nicht so
mag. Also ich weiß, ganz viele von euch lieben das und gerade diese New Adult Schiene und das alles, aber da bin ich auch nicht so der Fan von. Ja, aber wie gesagt, alles andere an Jugendbuch, immer her damit, nehme ich gerne an. Und ja, das war's soweit. Wenn ihr Lust habt, bei mir vorbeizuschauen, würde ich mich wahnsinnig freuen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja vielleicht demnächst auf meinem Kanal. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank, Steffi, nochmal, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass ihr euch jetzt diesen kleinen Abschnitt angeschaut habt. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Und die letzte, last but not least, ist die liebe Kati vom Kanal Kai van Tee. Eine Booktuberin, die es, glaube ich, jetzt gefühlt noch gar nicht so lange gibt, die aber auch aus dem bayerischen Raum kommt. Wir uns zwar noch nicht gesehen haben, aber ich hoffe, dass das dieses Jahr noch klappt. Und die sehr speziell ist, die sehr viel High Fantasy liest, sehr viel düsteres Fantasy, sehr viel Fantasy, das auch mir fast ein bisschen zu viel Fantasy ist und das mag was heißen. Und ich liebe es, wie sie darüber spricht, wie sie, wie ich auch in fremde Welten eintaucht und die eben von so einer ganz speziellen Seite rüberbringt und ich da schon so manchen Buchschatz von ihr entdeckt habe und ich immer wieder denke, ja, endlich mal noch jemand, der auch so wie ich dieses High-Fantasy-Genre liebt und lebt und sie das wirklich wunderbarst rüberbringt und ich immer gerne ihre Videos gucke und auch Kati darf sich natürlich vorstellen. Hallihallo ihr Lieben, ich bin Kati vom Kanal Kay Van Tee, Bücher sind Magie. Und ja, der Name Kay Van Tee ist zustande gekommen, weil ich eben leidenschaftliche Gamerin bin. Das heißt, ich zocke gerne Computerspiele. Ja, und meine meisten meiner Charaktere heißen eben Kay Van Tee dort. Und Kay hat sich irgendwie von meinem Namen Kati eben irgendwie abgesondert und Fun fand ich lustig, weil das sich, irgendwie hat sich das mit dem Tee und Kay irgendwie so gut verbinden lassen können, deswegen Kay Fun Tee. Und Tee deswegen, weil ich eben sehr gerne Tee trinke. Ja, bei mir findet ihr das ein großes, breites Genre eben, also hauptsächlich eigentlich zwar Fantasy, und zwar das komplette Genre Fantasy, das heißt High Fantasy, Urban Fantasy, was gibt's noch alles, Erotik Fantasy, Romantik Fantasy, ja, das komplette Spektrum eben. Und aber auch Jugendbücher, Thriller und Dystopien sind auch vorhanden und gelegentlich verirrt sich natürlich auch mal das ein oder andere Buch, auf was ich eben gerade so Lust habe. Ja, zu meiner Person selbst, ich bin 31 und komme aus dem schönen München in Bayern und ja, da lebe ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und bin auch sehr gerne draußen unterwegs, treffe mich gerne mit Freunden und ja, gelegentlich werdet ihr auch hier deswegen auch ein Follow Me Around oder Follow My Day mal finden. Ja, allerdings sind noch nicht so viele jetzt auf meinem Kanal vorhanden, denn mein Kanal ist noch sehr jung. Er wurde im April ins Leben gerufen. Und warum BookTube? Ich habe unwahrscheinlich gerne BookTuber angeguckt und haben mir eben gedacht gehabt, das könnte mir eigentlich auch total Spaß machen, denn ich lese unwahrscheinlich gerne, ich quatsche unwahrscheinlich gerne mit über Bücher und quatsche überhaupt allgemein gerne mit Leuten. Und die Community ist halt auch wirklich mega lieb und richtig groß. Man findet eigentlich immer jemanden zum Reden und deswegen BookTube. Und es macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß mit euch über meine Bücher zu reden, was ich lese oder allgemein, ob ihr die Bücher schon kennt oder so. Und das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß eben. Ja, so ein Beispiel, so ein paar Bücher, die ich gerne mag, ist zum Beispiel hier oben, sieht man schon das Unkrautland. Die ganze Reihe finde ich natürlich super klasse. Es ist ein Jugendbuch. Und ja, ich mag eben dieses Düstere allgemein sehr gerne. Und das, wenn das mit Fantasy auch noch zusammengebracht wird und vielleicht auch noch ein kleiner Krimi oder sowas zum Aufdecken gibt, finde ich natürlich super klasse, bin ich sofort dabei. Und ich mag auch unwahrscheinlich gerne Markus Heitz, also werdet ihr auch das ein oder andere Markus Heitz-Buch bei mir finden, sowie genau, die Lockwood und Co-Reihe mag ich auch unwahrscheinlich gerne von Jonathan Stroud und natürlich auch Harry Potter. Ja, mit Harry Potter habe ich so wirklich so das krasse Lesen angefangen. Mein allererstes Buch allerdings, was ich durchgesuchtet habe, war Die Nebel von Avalon. Ja, krass, oder? Und dann kam erst Harry Potter.
Aber ja, das hat mich so alles so ein bisschen zum Lesen eben gebracht. Ja, ich bin auch ein humorvoller Mensch. Ich lache gerne. Ich habe gerne Spaß. Ja, ich finde, ohne Lachen ist das Leben eben langweilig und das Leben ist viel zu ernst, um den Spaß einfach wegzulassen. Deswegen Spaß haben und Lachen und Humor ist sehr wichtig für mich. Auch die Musik spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle. Ich höre unwahrscheinlich gerne Musik, denn das bringt mir meinen inneren Ausgleich und ja, Musik finde ich gut. So viel zu mir, zum Thema, zu meinem Kanal und ja, liebe Steffi, ich danke dir, dass ich hier dabei sein darf. Du Liebe, hier ein riesen Schmatz an dich und ja, euch, ihr Lieben, wünsche ich liebe Lesegrüße und ich hoffe, wir sehen uns auf meinem Kanal mal wieder. Tschüss! So, das waren sie nun, die zweiten fünf sozusagen meiner Booktube-Geheimtipps. Ich hoffe, ihr habt vielleicht die ein oder andere neue Booktuberin entdeckt oder habt vielleicht sogar schon alle gekannt. Das könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich danke den Fünfen, dass sie mitgemacht haben, dass sie diesen kleinen Videoausschnitt-Beitrag sozusagen mir zugeschickt haben. Und ich ja, hoffe einfach, dass wir so ein bisschen Share-the-Love-Feeling dadurch in die Community bekommen und dass jeder vielleicht so auch mal beim anderen vorbeiguckt und vielleicht auch die fünf, die nicht voneinander wissen, dass sie jetzt in diesem Video waren, ja, vielleicht jetzt auch jemand Neues entdeckt haben und einfach da mal vorbeigucken und wir so einfach so einen bunten Geschmack an Büchern, an Lesen und an ja, so drumrum einfach gemeinsam haben. Würde mich freuen, wenn ihr mir das gerne in die Kommentare schreibt, auch wie euch das Format gefällt. Das erste Video kam ja ganz gut bei euch an und ich denke, so ein paar bekomme ich auf jeden Fall noch zusammen. Sagt mir da gerne, ob ihr euch da noch ein drittes Video wünscht und wie es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.